Ein neuer Tag im Grasser Prozess und es gibt vor allem ein großes Gezerre rund um die Buwok-Videos. Aber was ist eigentlich genau geschehen? Ja, im Buwok-Prozess sorgen die Ton- und Bildaufnahmen aus der Verhandlung für große Aufregung. Das Gericht will das Material zurück, Grassers Verteidiger will es aber nicht herausrücken. Ja, 2,5 Jahre läuft die Verhandlung in der Korruptionskausa Buwok gegen Karl-Heinz Grasser und Co. schon. Ab heute Mittwoch werden wieder Zeugen einvernommen. Etwa Eduard Sehetner, der einst die Immofinanz geführt hat, bei der die privatisierte Buwok auch gelandet war. Und unter anderem auch unser Live-Ticker, der startet natürlich ab 9.15 Uhr geht es los. Großes Thema ist derzeit aber etwas anderes, der von den Verteidigern sogenannte Lauschangriff. Da geht es um jene Ton- und Bildaufzeichnungen, die die Justiz grundsätzlich als Hilfsmittel für die Schriftführer erstellt. Im konkreten Fall wurde aber auch schon vor Verhandlungsbeginn und in den Pausen mitgeschnitten. Aufgefallen ist das Grassers Anwalt Norbert Wess, der unter anderem ins Treffen führt, dass auch Beratungen zwischen Angeklagten und Verteidigern aufgezeichnet wurden. Die Verteidiger haben Anträge auf Befangenheit des Richtersenats gestellt. Experten sehen das Recht auf ein faires Verfahren und andere Grundrechte sehr verletzt. Also das war auch schon die letzten Tage ein großes Thema immer wieder. Und nun ist ein Disput darüber ausgebrochen, was mit den Aufzeichnungen eigentlich geschehen soll. Der Präsident des Straflandesgerichts Wien, Friedrich Forsthuber, hat in seiner Eigenschaft als Datenschutzbeauftragter die Verteidiger ersucht, die Aufnahmen zurückzugeben. Andernfalls könnte in Datenschutz zu Recht Dritte eingegriffen werden, so eben Forsthuber. In einem Schreiben an Wess hat er zudem erklärt, dass die Aufnahmen Ausfluss einer Entscheidung der Justizverwaltung und nicht des Gerichts seien. Um den gesetzlichen Zustand herzustellen, bat er den Anwalt, die überschießenden Aufnahmen ehestmöglich zur Löschung zurückzustellen. Also wir werden das natürlich hier weiterhin für Sie verfolgen. Und wird nun eigentlich im Buwok-Prozess weiterhin alles aufgenommen? Ja, dafür gibt es keine Schriftführer mehr. Das ist also hier die große Neuerung. Und die Geräte sollen nachgerüstet werden, dass sie in den Pausen also abgedreht werden. Na bitte, wir werden das wie gesagt für Sie live verfolgen. Also seien Sie mit dabei.